Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich nehme euch mal die nächsten beiden Tage mit. Nächsten zwei, drei, keine Ahnung. Wir haben ein paar Events mit Delay Sports, unser Trikot wird released. Ja, wundert euch nicht, ich habe einen Afro, ich weiß, meine Braids sind raus. Und nein, ich schneide die nicht ab, weil so kann ich jederzeit, wenn ich meine Haare machen will, kann ich jederzeit wieder Braids oder sowas machen. Deswegen habe ich so lange Haare gerade. Die sind so lang. Viel Spaß mit dem Video, wird jetzt nicht so ein strukturierter Vlog oder so, wie ihr es kennt. Einfach nur ein paar Szenen. Nächsten Tage ein bisschen mitnehmen, ganz kurzes Video. Das nächste richtige Video kommt, glaube ich, Dienstag. Kommt dort nach Berlin und ich glaube, Eidos vielleicht auch. Und ich überlege sogar nach Italien zu fliegen. Muss mal schauen in der Woche, weil ich höre seit Rom, ich bin verliebt in Italien. Lasst auf jeden Fall ein Like da, viel Spaß mit dem Video. So, ich habe jetzt gerade gestreamt und jetzt gehe ich offline um 18.30 Uhr, weil ich Besuch habe von den Gebrüder Mast. Yes. Jetzt werdet ihr langsam eingeführt. Wir treffen uns zum Essen und dann gehen die wieder. Was kam alles an? Das hier? Kam noch was? Ja, die Soßen! Soßen! Ich habe bei einem Laden Fleisch bestellt mit Reis, bei einem Laden Soßen und einmal Getränke und Soßen. Alles, wie war dein erstes Mal das Essen? 9 von 10. Das ist übrigens persisch, das Essen. Reis, Lammspieß, super. Wer sich freut über das Brot? Ist noch so schön warm so. Bruder, das schön abreißen in Reis. Boah. Reis, zwei Tomaten und darunter das Fleisch. So Petersilie, Zwiebel und sowas. Zack, Soßen. Ich sag den. Ja, dann geht hier richtig einer ab. Wie die Soße, Bruder. Wow. Bro, wir teachen dich. So? Komm, muss das Teller. Oh. Butter? Bruder, chill, Bruder. Er kann sein Paki verflucht uns gerade, ne? Und jetzt geht die Dead Body Repo Phase los. Hände noch dreckig, aber hinlegen. Oh mein Gott. Krieger. Tschüss. Meine Portion sah so aus. Platz zu? Ja, ah ja, wie war? Bruder, Wahnsinn. Oh shit. Aber man ist zu voll, ne? Ja. Es stopft. Wie nennt man das? Das eine, das Filet oder was das war da? Filet. Lammfilet. Ich bin nicht mehr dran, kriegt schon eine gute 9. Kriegt schon wirklich. Also schon wirklich stark gewesen, ne? Jetzt haben wir Dead Body Report offiziell. Musst du was gekriegt durch deinen Kopf? Bruder, gar nichts. Ich höre bei mir gar nichts. Denkt man gar nicht bei dir. Nur gerade diese Fleisch, so diese zarte, diese weiche, ist mein Kopf mit dieser Soße. Kura hat sich sein eigenes Grab geschaufelt, der hat mir den damals geschenkt. Nee, das muss jetzt nicht sein. Maybe auf dumme Ideen kommen? Nee. Das habe ich vielleicht als Bestrafung für irgendeinen, aber ich werde den nicht essen. Das war irgendwie, keine Ahnung, 16 Uhr 20 oder so. Und ich war schon fertig. Ich habe gesagt, wenn das Video nicht um 17 Uhr online ist, weil ich war mir so, das Video war fertig, ich musste nur rendern. Wenn es nicht um 17 Uhr online ist, nee, es war sogar, wenn es um 16 Uhr online ist. Keine Ahnung, so auf jeden Fall. Habe ich gesagt, dann esse ich den Hotchip. Ich dachte, so, Bruder, hochspielen, weil wird eh nicht passieren. Es ist passiert und das habe ich auch noch gekauft. Dann musst du den nicht essen. Patrick. Mein bester Freund. Die sagen gerade, Willi ist Larry, Eli ist Thaddeus. Eli ist Sam Thaddeus. Patrick, Eddard Spongebob, wer bist du? Mr. Krabs. Mr. Krabs. Plankton. Wann bin ich Plankton? So, wir fahren jetzt zu Adidas Base, wir haben da unseren Trikot-Release. Ayo, Longo! Sagst du mal noch nicht so aufhören, oder? Timo44. Er hat fast das gleiche angezogen wie ich. Der ganze gleiche Hose an. Gebe ich auch. Mhm. Und dann noch das Elevate-Shirt. Das Base sieht jetzt so aus. Chillen hier. Läuft Musik, Getränke, chillen. Digga, die haben gerade eben schon ein Bier weggezischt. Was ist denn mit euch? Guckt sie dir an. Digga, die sind so schlimm, ne? Ja, Julius gönnt schon wieder, der gönnt sich schon wieder. Ich wollte Mittwoch zum Training kommen, Nachricht, Laufschuhe. Sydneys Antwort? Gar nichts. Ich kann nicht, hab gar nichts. Mein Bro. Der haut nicht das. Digga, die haben gerade Wette gemacht. Ali gegen Koray. Wer mehr Tore macht bei Eli Geller Cup? Jail! Ayo, Longo! Jail! Skrab! Skrab, Longo! Gerade gab es eine Wette. Wer mehr Tore schießt bei Eli Geller Cup? Ali oder Koray? Verlierer muss was machen? Wohnung aufräumen? Zum offiziellen Jersey Lounge von Delay Sports. Haben dann teilweise auch den Gleich kommen wir, gleich kommen wir. So nervös. Jede Rückennummer ist auch etwas individuell angepasst. Sydney, stehst du noch mal kurz auf und zeigst es von hinten. Entschuldigung, das ist die letzte. Du siehst gut aus, passt perfekt als Model.
die deutsche Krebs sind, was auch sehr wichtig ist, dass wir was Gutes bewirken. Es wird dir noch mehr auf die Nerven gehen als letzte Saison schon, weil ich nicht mitspielen kann. Darauf habe ich gar keinen Bock. Komplett alle Gegner schon. Dein Spiel wackelt, ne? Also wenn wir dich aufsteigen, dann ist das Ding over. Alle mussten sich auch ein paar Sachen halten. Ne? Also wir konnten jetzt nicht verrückte Sachen drauf machen. Wir müssen erstmal damit klarkommen, was uns sozusagen vorgegeben wurde. Da sind wir aber auch auf jeden Fall Adidas und Level Team Sport sehr dankbar, dass sie mit uns so einen Schritt machen, weil es gab noch nie ein Kreisliges oder ein Amateurverein, der so viele Trikots herstellen durfte. In den ersten Wochen, wir machen ungefähr 10.000 Trikots. Mal gucken, wie gut die weggehen, aber so im Vergleich, das gab es nicht mal anders, ansatzweise vorher. Hier sind wir. Geht dann genau hier oben halt, wo das Wappen ist, ist unsere Heimspielstätte und das hat Adi halt da drauf bekommen. Plus halt hier unten dieses Herz mit der goldenen Schrift und darunter die Unterschrift von Adi, finde ich sehr geil. Gab's wohl bei uns. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich gewesen. Wir sind euch sehr dankbar. Ob erste, zweite, dritte Mannschaft, wir sind euch sehr dankbar. Ja, hier, ich esse mal viel Snippens für. Boah, was hier denn los? Okay, will ich noch Nachschub holen und so. Noch ein, du hast schon drei. Er hat Burger, so ein Sandwich, Pommes und er meinte, er will gleich noch einen. I know. Nee, Pipsu. Flapsi. Bring mal die Serviette, Bruder. Bruder, er hat Hausverbot, ja? Als ob Gesicht von der Mario. So, es ist jetzt 6 Uhr. Rette mich. Ich muss in 4 Stunden aufstehen. Krater von seinem Vater. So. 10 Uhr morgens. Ja, unsere Trikots droppen jetzt bei 11 Team Sport. Da will ich jetzt vorbeischauen. 52 Stück. Den Rest gibt es online. Also wer ein Delay Sports Trikot will, also ein Muss ist gefühlt. Die gibt es ab Montag. Ja, viel Spaß für euch. Schönes Trikot. Ja. Nicht so schönes Trikot. Go, weiße Hirte! Oh mein Gott. Koncic. 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 Oh mein Gott. Schlafen muss. So, und by the way, online bekommt ihr, also die Mitglieder bekommen 10% Rabatt. Es wird online geben, also da haben auch die Mitglieder Vorteile natürlich. Ab Montag auf der 11 Teams Seite. Ich bin fitter als die zwei zusammen. Und einer hat natürlich was zum Naschen mitgebracht. Ich bin fitter als die zwei zusammen. Du greifst ja jedes Mal zu. Wir ziehen jetzt alle drei T-Shirt aus. Ja, Mann, geil. Komm, alle drei jetzt. Komm. Schärfer, du würdest es nicht essen. Vor einem Monat, was war das? Wir sind jetzt bei Elif. Da ist Luis. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir es irgendwie hinbekommen. Und hier drüben wird geackert. Wurde auch rumgetüftet. Also gestern war noch Mannschaftsabend. War sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Dann das LM Teamsport Trikot Launch. Dankeschön an alle, die da waren. Und dann haben wir Fußball geguckt. Und jetzt gucken wir hier. Marlon, Kodai, Musti. Das sind, glaube ich, die Stammgruppe für Fußball gucken. Später spielt Galla. 3-0. Gegen Trabzon. Mhm. 61. Alte Tim Borne. Mit Trikot. Trosti, Digga, Trosti. Wir haben hier 3 Galla-Fans und Trosti. Und später spielt Hertha gegen HSV. Wird richtig geiler Fußballtag. Musti, warum ist er Trosti? Er ist dumm. Dümmer als du, ne? Ich glaube, da gibt es wirklich nur 2-3 Menschen auf der Welt. By the way, ich habe es glaube ich nicht erwähnt. Trikots werden 70 Euro kosten, also 69,97 Euro. Also super Preis auch für ein Trikot. Wir haben versucht, so das Möglichste da rauszuholen. Das ist halt Adidas, sind extra beflockt worden von 11 Team Sport. Und wir haben da 69 Euro schon alles rausgeholt, was ging. Hey! Icardi! Mauro! Toastbrot, Malo! Als ob Toastbrot! Timo Bob! Er macht Kopf. Ja, trinkt bitte. Viel zu spät, Bruder. Viel zu spät. Er hat mich so angeguckt, Bruder. Er kommt sogar, er lächelt so. Ich hab mich gerade angerufen. Ich meinte, ja, hier, da und da, bis gleich, Baby. Ja, yes. Ich den Vater, er denkt, ich nenne ihn Baby, Digga. Er hat mich sofort angelächelt. Bei Hertha kracht 2-0. Hat man Galla? Bei Galla kracht nicht. So, wir sind schon wieder hier nur am Fressen. Adana Beiti. Jod Lushi. Ja, Jod Lushis. Digga, ich muss wirklich eine Berliner Foto machen, merk ich gerade. Einfach Hakim ist auch. Zeig ihn. Oh mein Gott.
Yeah! Team Bob! Gut! So Leute, lasst uns mit dem Video. Ich wollte einfach nur auf dem Laufen halten. Ein bisschen Thema Delay Sports Trikot, was uns auch sehr wichtig ist. Da brauchen wir einen Support. Ich will euch alle damit rumlaufen sehen. Wenn ihr Ligella Cup oder sonst wo, auf Malle, bei eurem Training, was weiß ich, kauft euch das Trikot. Viel Spaß damit. Lasst hier gerne ein Like da. Demnächst kommen wieder coole Sachen. Morgen noch das erste Punktspiel, das kommt bei Edi online. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Trotzdem hier nur kurz und knackig ein Video, einfach nur up to date. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dann ist wieder heiß. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich schmeiß nur dich raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kaserne auf und was willst du drehen? Mit dem Ding kann ich mit deinem Baum. Oh mein Gott. Yeah.